Willkommen zurück zu einer weiteren toxischen Folge Horizon Forbidden West auf der PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz toxisch mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Freunde, Gewinnspiel läuft, einfach nur bewerten, kommentieren mit euren Discord-Namen. Ansonsten geht's jetzt hier weiter mit der Story. Ich bin gespannt. Ich hätte so gerne Ted Farrow gesehen. Oder geht's nur mir so? Ich hätte gerne diesen mutanten Tentakel-Blob gesehen. Für meine Hentai-Forschung. Nein, natürlich nicht. So was mache ich ja nicht. Weiß nicht mal, was das ist. Habe ich nur mal gehört. Alles klar. Hat er überhaupt Erfahrungspunkte gegeben, der Dude? Oh, wow, wow. Mir gehen hier gerade die Naschereien aus, sehe ich. Ab in die Flammen mit dir. Die sind echt unangenehm. Ich kämpfe irgendwie lieber gegen Maschinen als gegen Menschen. Nicht anhalten. Wir sind fast da. So, ich danke dir noch in die Tasche, während du lebst. Und langsam vor dich hin verblutest. Das ist mein Stil. So mache ich das eben. Dass hier wirklich Leute, Soldaten von ihm, noch reingehen und sagen, ja, klar, hier bröckelt zwar alles zusammen, da unten ist der Boden am Wegschmelzen, aber hey, mein CEO hat gesagt, ich soll da nochmal rein. Da merkt man, ein Mensch wie ich konnte nur ein selbstständiger Mensch werden, was berufliche Karriere angeht, weil ich würde niemals, ich würde sagen, Alter, nee, ich kündige. Ich würde sofort kündigen. Was ist passiert? Wir haben was gefunden, das hilft. Nicht nur deinem Heimatland, sondern allen. Aber wo ist der CEO? Er ist tot. Man kann sagen, er hat sein Leben gegeben, damit wir die Geheimnisse von Theben entdecken können. Ah ja. Du denkst bestimmt, ich wäre dumm. Was? Nein, nein! Der CEO war ein selbstgefälliger Egoist, der aus unserem Glauben eine widerwärtige, eigennützige Fantasterei gemacht hat. Und jetzt soll ich glauben, dass er sich für ein paar Datenfragmente geopfert hat? Es ist die Stunde der Wahrheit und ich hoffe, sie überzeugt mich. Ansonsten befehle ich den Soldaten, das Feuer zu eröffnen. Moment. Das stimmt. Ehrlich gesagt, hat der CEO alles versaut. Er zerstörte Theben und starb als rückgratloser Feigling. Aber was wir dort unten gefunden haben, kann eurem Heimatland helfen. Wenn ich es verwenden kann. Wenn es sein muss, kämpfe ich mich hier raus. Aber es geht auch anders. Du kannst mich gehen lassen. Und dann gut dastehen, wenn sich die Lage verbessert. Erfolg klingt auf jeden Fall besser als Versagen. Es scheint, als wären unsere Schicksale miteinander verwoben. Landfall steht dir offen. Wenn es dir hilft, kannst du kommen und gehen, wie du willst. Aber Alva muss mit dir reisen und von deinen Mühen berichten. In Ordnung. Theben hat natürlich keinen Wert mehr für uns. So ist es. Wir kehren zurück zur Flotte. Alva, ich erwarte Berichte von dir. Gründliche. Ach, ich dachte, er würde uns töten lassen. Aber stattdessen darf ich mit dir reisen. Das ist schön. Aber ohne Hilfe wirst du unsere Basis nicht erreichen. Val, ich habe eine neue Freundin. Triff sie bei der Quen-Fähre und eskortiere sie zurück. Klar. Ich kann es kaum erwarten. Glaub mir, es wird dir gefallen.
Baal gibt dir einen besseren Fokus und mehr Daten, als du verarbeiten kannst. Gehe zur Fähre. Ich komme so bald wie möglich nach Osten. Eine Wahrsagerin muss der Wahrheit folgen, wohin sie auch führt. Wir sehen uns dort. Wahrsager, ja, so kann man es auch interpretieren. Nun, da ich die Omega-Freigabe habe, können wir Hephaestus schnappen. Aber bevor ich zur Fähre gehe, schaue ich bei Landfall vorbei. Vielleicht reden nach dem Tod des CEOs Merquen mit mir. Ich sollte mich wohl auch mal auf der Insel umsehen. Ich wechsle besser die Kleidung. Und ja, das wäre ganz gut. Kann ich hier die Kleidung wechseln? Jo. Moment mal, was war denn das eben? Nein, nein, nein. Nein, nein. Das hier. Habe ich irgendwann mal wohl während einer Mission bekommen. Und nicht so wirklich realisiert. So, Fähigkeiten. Wir können auch schon wieder super viel ausgeben. What is this? Stachelwerfer. And this... Tarnpirscher. Rauchbomben. Der Scharfschussbogen, das wäre mal was, glaube ich, Nützliches. Ich glaube, den sollten wir mal mitnehmen. So, dann leveln wir hier mal ein bisschen durch. So, noch leiser bewegen ist auch eigentlich ganz nice. Und, ja. So, was bist du denn? Ich glaube, sowas nehme ich mir mal mit. Denn irgendwie setzt sich die Rüstung auch nicht so wahnsinnig oft ein. Sie ist zwar nicht schlecht, aber es gibt irgendwie auch Geileres, ne? Gut, wir wollen hier nochmal hin. Ah, machen wir eine Schnellreise. Aber ob es jetzt hier nochmal Nebenmissionen gibt? Weil normalerweise werden die doch schon auf der Karte angezeigt. Also meine Theorie stimmt. Wenn man eine Schnellreise macht mit einem kurzen Weg, dauert das aus irgendeinem Grund viel, viel länger zu laden, als wenn man eine Schnellreise macht mit einem ewig langen Weg. Ah, doch, hier ploppt irgendwas auf. Neue Queste hier drüben. Bitte, hast du einen Moment? Ahnen, bitte. Es geht um meinen Bruder. Ich will dich nicht stören, aber ich habe überall um Hilfe gefragt, aber nichts erreicht. Gut, erzähl mir alles. Verzeih mir. Mein Name ist Yoma. Ich bin der Waffenoffizier dieser Expedition. Ich muss sicherstellen, dass die Trupps bewaffnet und bereit für alles da draußen sind. Und das ist mir misslungen. Mein jüngerer Bruder Uris, seine Einheit sollte einen Turm im Norden der Insel auskundschaften. Sie hätten jetzt zurück sein müssen. Der Aufseher hat meine Bitte nach einem Suchtrupp abgelehnt. Ihm zu trotzen würde zumindest meine Entlassung bedeuten. Könnten Sie noch am Leben sein? Uris war, solange ich denken kann, wie besessen von San Francisco. Er wollte unbedingt an dieser Expedition teilnehmen. Ich hoffe, das Schicksal ist nicht so grausam, ihm diesen Ort zum Grab zu machen. Wenn du mir hilfst, verschaffe ich dir Zugang zu all meinen Waffen. Wenn ich in den Norden gehe, schaue ich nach deinem Bruder. Danke. Vielleicht hilft's. Mein Bruder trug ein Relikt von Ahnen bei sich. Ich denke, dein Fokus könnte es auffangen. Was für ein Relikt? Ein kleines Metallstück an einer Kette mit einem Hologramm von San Francisco. Deshalb hatte es mein Bruder immer bei sich. Die Wahrsager mutmaßten, dass es eine Art Signal sein könnte, das die Ahnen in die Stadt ruft. Mutmaßten? Es waren Daten darauf, die sie nicht lesen konnten? Es galt als verlorenes Wissen. Wenn mein Bruder tot ist, könntest du vielleicht das Relikt zurückbringen? Es bedeutete Uris so viel, Ich möchte es verwahren. Für ihn. Natürlich. Alright, was ist das hier? Andenken. Der erste Flug pausiert. Mann, wann komme ich denn endlich zum Fliegen? Weil die Leute schreiben immer, hey, kannst du nicht mal da gucken wegen Flug? Walla walla. Ja. Nee, eben nicht, weil
Das ist eine Quest, die wohl irgendwie im Storyverlauf erst erfüllbar ist. Werden wir den Weg nach Hause nicht finden können. Ich verspreche dir, wir finden nach Hause. Hariem, wir bekommen den Kreiselkompass nie zurück. Wir hängen hier fest. Für immer. Die wiedergeborene Ahnen. Führe uns zur Wahrheit. Aloy, reicht. Was erzählt ihr von nie mehr nach Hause kommen? Unsere Navigationsschiffe sind alle weg. Von Stürmen und Riffen zerstört. Und damit das Instrument, das wir zum Überqueren des Ozeans brauchen. Es gibt ein Schiff, das einen intakten Kreiselkompass haben könnte. Doch es ist außer Reichweite, gestrandet auf einer Insel mit tödlichen Strömungen. Kein Kompass, kein Weg heim, kein Weg zu denen, die wir niemals hätten zurücklassen dürfen. Christia. Ihr sagtet, ihr habt jemanden zurückgelassen? Meine Frau, Meandra. Sie arbeitet in den Feldern im großen Delta. Als ich für die Mission ausgewählt wurde, bat sie mich nicht zu gehen. Sie fürchtete, ich käme nicht zurück. Und wie immer hatte sie recht. Ich ging, ohne mich zu verabschieden. Und jetzt werde ich sie nie wiedersehen. Ihr zwei seid Soldatinnen? Seeleute, genau gesagt. Ich bin Hariem. Das ist Christia. Ihr wisst also, wie man dieses Instrument bedient? Den Kreiselkompass. Nur ich kann ihn lesen. Die Wahrsager brachten es mir bei. Hariem wurde ausgewählt, die Listen aus dem Vermächtnis auswendig zu lernen. Also könnt ihr die Flotte nicht ohne die andere navigieren? Es ist der Weg der Quen. Je größer das Wissen, das eine einzelne Person hat, desto größer die Gefahr, dass es dem Reich schadet, falls wir in die Hände unserer Feinde fallen. Euer Stamm ist sehr vorsichtig. Der Weg des Tets. Oder? Ich meine, er wäre genauso drauf. Je weniger die Leute wissen, umso mehr kann halt auch irgendwie missbraucht oder, ja, verloren, gestohlen, whatever werden. Was ist denn dieser Kreiselkompass, den ihr sucht? Es ist ein Gerät, das die Ahnen benutzten, um den Ort eines Schiffes zu bestimmen. Es funktioniert nur, wenn man die Werte mit den Listen vergleicht. Wie seid ihr denn an so etwas gekommen? Ich denke, ich kann es dir sagen, da du die Gabe der Ahnen trägst. Die Wahrsager fanden sie auf alten Schiffen in unserem Heimatland und veränderten sie, sodass sie auf unseren Schiffen funktionieren. Ohne sie sind wir den Meeren ausgeliefert. Was ihr braucht, ist also auf einem Schiff irgendwo. Ja, das, auf dem wir stationiert sind. In der Nacht, als wir uns Landfall näherten, erfasste eine Böe die Flotte. Einige Schiffe fanden hier sicheren Hafen. Unseres lief auf Grund. Wir gingen von Bord und hofften, der Ozean würde uns verschonen. Ich war sicher, dass wir ertrinken. Den Ahnen sei Dank strandeten wir irgendwie südwestlich von hier. Späher fanden uns und brachten uns nach Landfall. Es ist, ach egal. Das einzige Schiff mit Kreiselkompass ist gestrandet und von tödlichen Strömungen umgeben. War da eben ganz kurz eine andere Synchronstimme drin? Vielleicht kann ich helfen. Nur wenn du fliegen kannst. Das kann ich nicht. Wenn ich einen Weg finde, komme ich zurück. Sie ist eine wiedergeborene Ahnin. Vielleicht kann sie wirklich helfen. Ich erlaube mir noch nicht zu hoffen, aber danke für deine Güte. Ja, und da haben wir wieder eine Mission. Können wir nur machen, wenn wir fliegen können anscheinend. Ich glaube nicht, dass ich zum Schiff komme. Zumindest jetzt nicht. Zumindest jetzt nicht können wir das machen. Ahnen? Ahnen? Auf ein Wort. Auf ein Wort. Jo, was gibt's? Ich habe im Südwesten einen Langhals entdeckt, der wie tot im Wasser liegt. Man sagt, Grauhabichte umkreisen ihn. Also pass auf, wenn du dorthin gehst. Danke. Ein gestrandeter Langhals im Südwesten. Lager. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Ja, let's go. Oh, das ging schnell. Das ging ja mal sogar relativ schnell. Die Ausgrabung. Das muss der Turm sein, den Yoma erwähnte. Und er ist voller Sonnenflügel. Das ist nicht gut. Moment, wie komme ich da drüben hin?
Gar nicht. Okay. Kann sie schwimmen? Okay, Meer geht auch schwimmen. Ja, gut. Ich dachte, ich müsste jetzt außen rumlaufen. Ich weiß, dass sie schwimmen kann, aber ich wusste nicht, ob vielleicht... Im Meer ist zu krass, kriegt sie nicht hin. Was weiß ich, hätte ja sein können. Oh, wie cool. Oh. Rochen. Jochen, der Rochen. Da hinten. Na, hier sind ganz viele von den Sonnenflüglern. Können wir hier raus? Das geht. San Francisco. Alcatraz. Pelikane. Okay. Also, wir sollen... scheinen das Sonnenlicht einfangen zu können. Fliegt vermutlich auch schnell. Wir sollen uns hier umgucken. Irgendwas von einem Turm. So, schauen wir mal. Ich brauche unbedingt mal einen neuen Scharfschussbogen. Meiner ist halt auch echt wack. Ist immer noch der erste. Wir gehen einfach mal hier hoch. Okay, ich glaube, die finden es nicht so geil, wenn ich ihnen mit Eis auf die Fresse gebe. Also, falls hier einer kommt, direkt einfrieren. Aber das Spiel ist einfach nur wunderschön. Wenn die zu diesem Turm schafften, haben das die Sonnenflügel sicher bemerkt. Mal sehen, ob es noch Überlebende gibt. Dann klettere ich mal. Aber müssen die erst weg oder können wir die ignorieren? That's the big question, my friend. So. Das war ein merkwürdiger Sprung, ne? Mit so einer leichten Slow-Mo. Mit so einer leichten Slow-Motion. Guck. Ihr mögt Eis nicht. Hatte ich das doch richtig in Erinnerung. Er ist aber nicht gefroren. Jetzt ist er gefroren. Okay, die halten schon ein bisschen was aus. Ich glaube, der hängt fest. Kann das sein? Kann man ihm den Schnabel wegschießen? Brüchig. Ah, jetzt liegt er irgendwo da unten. Das ist halt auch ein bisschen doof. Ich soll hier klettern. Ich soll hier hoch. Oh. Wow. Schwachstellentreffer. Sein Ding-Dong ist seine Schwachstelle. Alles klar. Keine Munition. Wie man es eben kennt von mir. No Money Jaw. Uiuiuiui. Dieser verdammte Baum. Komm schon. Hau ihn einfach weg. Baum nervt. So. Der ist erledigt. Wo geht's hier weiter? Hier drüben sehe ich eventuell... Boah, etwas. Warte, hier bin ich hoch, genau. Stimmt. Ich hier hin. Dann hier rüber. Unten liegt jetzt halt voll der sexy, fancy Loot, aber... Na gut. Sackgasse. Vielleicht gibt es draußen einen anderen Weg hinauf. Warte, Vorsicht. Ja, das sieht
vernünftig aus. Die Kleine hat ganz schön Balls, ne? Wow, was war das? Nichts zu sehen. Eben gerade wurde mein Bild schwarz. Muss ich mir Sorgen machen? Nochmal ganz knapp. Ist denn alles gut mit der Aufnahme? Ich weiß es nicht. Ich kletter mal hoch und dann starte ich vielleicht oben mal neu. Guck da kurz rein, ob alles okay ist. Gut. Ich mache hier ganz kurz einen Cut. Okay, Video ist nicht kaputt oder so. Keine Ahnung. Eben gerade wurde ganz kurz bei mir... Gibt nur eine Methode, sicher zu gehen, ob es Yomas Bruder ist. Ich soll nach dem Relikt suchen. Wurde eben gerade ganz kurz bei mir schwarzes Bild, deswegen habe ich nachgesehen. Oh, das Relikt. Und mein Fokus erfasst darauf Daten. Es ist kein Signal, sondern eine Karte von San Francisco. Wenn die Quinn sie lesen könnten, müssten sie keine Späher losschicken. Das muss ich Alva sagen. Aloy, ich bin hier. Alva, ich habe Daten gefunden, die Bohai interessieren dürften. Ich schicke sie dir jetzt. Ich gebe sie weiter. Danke. Ich nehme das Relikt besser mit. Gebe es Yoma. Zusammen mit den schlechten Nachrichten. So wie es aussieht, hat Oris Begleiter wohl sein Schicksal geteilt. Okay, hier ist noch einer von denen. Und ich habe wieder keine Muni. Warum geht die immer so schnell leer? Die verdammte Munition. Ich muss halt um ihn gucken, dass ich endlich mal fliegen kann. Das ist halt so ein Ding, das wir unbedingt jetzt mal brauchen. Weil ich würde auch sau gerne mal fliegen. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Schade, dass das irgendwie erst nach zig Stunden kommt. Weil es scheint wohl... mit der Hauptquest verbunden zu sein, dass man fliegen lernt. Aber wir sind jetzt schon so lange im Game. Ich weiß gar nicht, wie lange wir spielen. 40 Stunden? Wir können es halt immer noch nicht. Was macht der denn hier für Moves? Was stimmt denn mit dir nicht? Und schon wieder wurde das Bild kurz schwarz. Liegt das an den Viechern? Oder geht einfach wieder irgendwas bei mir kaputt? Dann hoffentlich an den Viechern. Kein Bock, mir hier jetzt eine neue Alpha-Media zu holen. So, gehen wir mal zurück und liefern ab. Weil hier sind wir ja quasi durch. Arlen, du bist zurück. Ich bin zurück. Jetzt gib mir mal geile Waffen, Dude. Hast du? Es tut mir leid. Wie starb er? Der Turm war ein Sonnenflügelnest. Er ging hinein, um Deckung zu suchen, doch... er hielt dies hier fest, als ich ihn fand. Maurice. Hab die Daten darauf gelesen. Es hat eine Karte, die deinen Leuten das Gebiet anzeigen kann, ohne dass... ihr mehr Späher riskiert. Alva gibt sie gerade an Bohai weiter. Gut, dass dein Bruder es beschützt hat. Ich gebe alle Daten im Vermächtnis dafür, meinen Bruder wiederzusehen. Doch es ist gut, dass sein Tod auch etwas Gutes hatte. Wie versprochen, hast du jetzt Zugang zu meinem Waffenbestand. Wenn du mir die Rohstoffe bringst, kann ich dir anfertigen, was du hier siehst. Naja, warum probierst du nicht das hier? Unser Bestes. Und wenn's hilft, weißt du, wo es mehr gibt. Danke. Mein herzliches Beileid. Dank dir. Ich weiß das zu schätzen. Ein Seilwerfer habe ich bekommen. Okay, Moment, habe ich ihn jetzt hier irgendwo mit dabei? Nö. Gut, schauen wir mal rein, was er so hat. Auf jeden. Ich brauche einen neuen Scharfschussbogen. Stolperfalle, Sprengschleuder.
Ich nehme ja mal den hier. Ja. Ja. So. Möge sie dir gute Dienste leisten. Ich schmiede dir gerne alles, alright, was du brauchst, Ahnen. Das ist noch der Alte. Eigentlich habe ich direkt mit Ausrüsten gedrückt. Ich war eben gerade ein bisschen verwirrt. Wo ist er denn hier? Der Neue. Moment. Habe ich noch gesehen. Hier. Ausrüsten. Der kommt mal hier rein. So. Was haben wir denn hier? Die ganzen guten Sachen plus Leuchtsprenger Scharfschussbogen mit Plasma-Präzisionspfeile. Das ist schon ziemlich geil. Die machen auch extremen Damage und Plasma war halt sowas, was mir immer noch gefehlt hat. Jo. Gut. So, wir sind hier durch. Jetzt irgendwo war noch ein Ding mit einem Langhals. Aber wo? Hat sie gesagt, Südwest oder sowas? Ah, hier drüben. Die Frage ist nur, können wir da schon hin? Das ist halt das große Ding. Ich denke mal, das werden wir rausfinden in der nächsten Folge Horizon. Ah, ich bin richtig. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!